Ich habe dieses Bild auf Insta gesehen und mich sofort verliebt. Ich möchte dieses Oberteil haben und glücklicherweise kann ich nicht, vielleicht werde ich dieses Oberteil mir einfach nachnehmen. Diesen Stoff habe ich dafür gekauft. Bei der Stoffauswahl habe ich ein bisschen drauf geachtet. Also 1 Meter habe ich davon gekauft, dass es ein wenig elastisch ist. Nicht zu sehr, aber ein bisschen. Mal gucken, ob ich es euch zeigen kann. Ja, also ein bisschen elastisch ist das. Ich glaube, das ist besser, um dieses Oberteil zu nähen. Ich nehme euch natürlich wieder mit auf die Reise und das Gute ist, ihr könnt sofort nachmachen. Ich versuche auch diesmal kein Schnittmuster zu verwenden, sondern es mir selber herzuleiten. Und ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Zur Hilfe nehme ich mir einen alten Bikini, den habe ich natürlich vorher dran gehalten, ob es so meinen Vorstellungen entspricht. Das Oberteil werde ich jetzt einfach auf den Stoff legen und dieses auf den Stoff übertragen. Dafür nehme ich Zauberkreide. Man kann natürlich auch einen Bleistift nehmen oder irgendwas anderes. Dieses werde ich insgesamt viermal ausschneiden, also für jede Seite, für jede Brust zweimal. Weil ich nicht weiß, wie lang die Träger sein sollen, habe ich mir einfach ein altes Oberteil genommen, die Träger gemessen und das einfach als Streifen ausgeschnitten. Die Breite weiß ich nicht, das habe ich nach Gefühl gemacht und wie ihr sehen könnt, habe ich es zweimal abgeschnitten. Das ist Doppellage, also habe ich jetzt zwei Träger ausgeschnitten. Von meinen alten Videos wisst ihr ja, wie ich das büge, also zweimal nach innen. Wenn ich es einmal aufklappe, sieht es so aus. Einfach zweimal nach innen bügeln, dann ist es schön glatt und einfach einmal drüber nähen. Pro Brustseite wird es wie folgt genäht. Man nimmt jetzt einen Träger, legt es oben an die obere Spitze dran, nimmt die zweite Stofflage, beide sind jetzt rechts auf rechts und näht einmal hier entlang. Nach dem Nähen muss man es einmal wenden und ich würde immer empfehlen, das glatt zu bügeln, dann sieht es nachher schöner aus. Das gleiche macht ihr jetzt auch für die andere Seite. Das obere Teil passt soweit. Jetzt kommt das untere Teil dran. Da nehme ich mir einfach nur ein Stück Papier, halte es hier hin und da ist ja so ein leichter, oder ich weiß nicht, ob da so ein leichter Schwung ist, aber ich möchte lieber einen leichten Schwung haben. Und ich zeichne es mir ungefähr so auf und den Rest hier soll nur bis zur Seite gehen, schneide ich ab. Es sieht vielleicht nicht so professionell aus, aber diese geschwungene Seite habe ich gerade eingezeichnet. Die schneide ich jetzt weg. Und die andere Seite ist die Seitennaht, die ich jetzt auch noch wegschneide. Und das ist jetzt meine Vorlage, was ich auf den Stoff übertragen werde. Diese schneide ich mich insgesamt wieder viermal aus, also pro Seite zweimal. An den Seiten schneide ich ein bisschen mehr ab, das ist nachher meine Nahtzugabe. Für das Rückenteil brauchen wir nur zwei Rechtecke. Die Höhe muss genauso hoch sein wie das, was wir gerade ausgeschnitten haben. Und von der Breite, da müsst ihr euch einfach bemessen und das ausschneiden. Jetzt verbinden wir beide Sachen. Wir schauen einfach, dass die Träger die Naht quasi nach außen zeigt. Und diesen Schwung, den ich eben eingezeichnet und ausgeschnitten habe, da kommt dieses Teil nämlich dran, einfach mit Stecknadeln befestigen. So sieht das Ganze aus und das wieder einmal zusammennähen. Das gleiche natürlich auch mit der anderen Seite machen. Das Rückenteil können wir nun mit den beiden Vorderteilen verbinden. Dafür nehmen wir einfach nur die Seitennaht, das ist die hier. Achtet darauf, dass der Stoff rechts auf rechts liegt, also die schönen Seiten nach innen. Mit Stecknadeln könnt ihr es fixieren, das gleiche müsst ihr natürlich auch auf der anderen Seite machen. Und dann zusammennähen. So sieht es jetzt angezogen aus. Wie ihr sehen könnt, ist hier sehr, sehr viel Luft. Und man könnte quasi meine ganze Brust sehen. Ich habe auf Ihrem Foto gesehen, dass es auch so ist, nur ein bisschen weniger. Deswegen habe ich mich jetzt für Abnäher entschieden. So sieht es aus, dann kann man nicht mehr durchschauen. Das heißt, ich werde einfach nur hier so ein Dreieck reinnehmen. Wir brauchen natürlich auch Bindebänder. Die habe ich genau wie die Träger genäht, zweimal nach innen gebügelt und die müssen jetzt wie folgt platziert werden. Auf beide Seiten bitte darauf achten, dass sie auf der gleichen Höhe sind. Ich habe eins oben hingesteckt, eins in der Mitte und eins nach unten. Bevor wir zum letzten Schritt kommen, einmal das ganze Oberteil umdrehen und die Träger, ich habe es erstmal so ausprobiert, aber so können wir es nachher nicht zusammennähen, sondern es muss auch nach von unten kommen. Gleich wisst ihr auch warum. Hierbei besonders darauf achten, dass die Träger nicht verdreht sind. Wir werden das gleiche nochmal nehmen mit den restlichen Teilen, also zwei untere Teile mit dem Rückenteil verbinden. Jetzt kommen wir auch zum letzten Schritt. Legt das Vorderteil so hin, klappt alles nach unten und alles nach innen. Es darf quasi nichts mehr nach außen treten. Jetzt kommt das zweite Teil zum Einsatz. Dieses legen wir rechts auf rechts da drauf. Da es ja die gleichen Maße hat, werden hier auch Seitennähte aufeinandertreffen. Die Kanten werden aufeinandertreffen. Alles schön aufeinanderlegen und ihr könnt es mit Stecknadeln feststecken. Und genau hier einmal entlang nähen bis zum anderen Ende.
zum guten Schluss wieder wenden auf die andere Seite. Danach wieder bügeln. Unten ist es ja noch nicht geschlossen. Die Kanten habe ich jeweils nach innen gebügelt und dann kann man hier noch einmal entlang nähen. So sieht das fertige Ergebnis aus. Es erinnert mich ein wenig an die 90er. Für diejenigen, für die es ein wenig zu freizügig ist, man kann darunter auch ein T-Shirt anziehen, dann ist es nicht ganz so freizügig. Wie ich das style, könnt ihr auch alles auf Instagram sehen. Da könnt ihr mir gerne folgen, da gibt es täglich Stories von mir. Und ansonsten, meine Lieben, bis zur nächsten Woche. Abonniert mich, um mich nicht zu verpassen. Eure Christine.